Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Der ging etwas länger. Wir werden diesen etwas kürzer machen. Ich werde gar nicht viel labern. Wir haben im letzten Part so ein Lichträtsel gelöst mit Lichtring. Wir werden jetzt zu diesem Schrein hier fliegen. Und ja, der Part wird so um bei 20 Minuten kurz sein, damit ihr so einen groben Effekt habt, je nachdem, wie lange ein dieser Schreine geht. Wir können auch Pech haben. Wir landen wieder in so einem letzten nackten Überlebensschrein am Ende dieses Parts. Wir gucken einfach mal. Sollte es so sein, werde ich dann aber aus dem Schrein einfach rausgehen. Wir machen im nächsten Part. Aber genug davon. Wir gehen jetzt in diesen Schrein rein. Da ist auch gleich eine Höhle. Die sollten wir auch so dann mitnehmen. Dann brauche ich die nicht aufdecken. Aber das machen wir erst nach dem Schrein. So, dann einmal hier runter. Und wir sind am Schrein. Und los geht's. Der Jikai's Endschrein. Rein da. So, ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich die, das hatte ich ja schon oft gesagt, wir müssen die Schnee, die Eisrüstung, die Feuerrüstung, unsere normale Rüstung und die Flugrüstung noch aufleveln. Ganz wichtig. Ausbruch. Jikai's Endschrein. Ein Rätselschrein. Finde ich gut. Nee, wir bleiben diesmal an den Klamotten, weil es hat gar keinen Sinn zu wechseln. Überhaupt nicht. Ich kann mir vorstellen, was wir machen müssen. Sogar ziemlich genau. Die Frage ist jetzt halt, in welchem dieser beiden Dinger ist die Truhe? In diesem schon mal nicht. Und in dem auch nicht, okay. Dann ist das relativ simpel. Einfach hier hoch. Yes, easy. Da ist die Truhe. Ein langer Zauberstab. Okay, kannst du Müll werfen, brauchen wir nicht. Und hoch da. Entkommen! Woo! Damit hätten wir das gelöst. Alle Schreine hier erledigt. Jetzt müssen wir die nächsten markieren. Sind halt echt nicht mehr viele Schreine, ne? Wir haben noch genau 13 Stück. Dann sind wir durch. Gut, da ist die Höhle. Danke, Bruder. Oh, scheiße. Oh, die haben wir schon. Ja, dann ist es eh egal. Lol. Als nächstes geht's dann hier hin. Ne, Moment mal, wartet. Ja, ich habe alle 13 noch markiert. Wir gehen als nächstes dann erstmal hier hin.
Von hier aus müssen wir dann nochmal ein bisschen hier. Das ist der Weg, den wir gehen werden. Hier war eine Quest, genau. Dann mal los. Dann heißt es wieder zurück. Die letzten 13 Sterne, die wir abarbeiten müssen. Dann haben wir auch alle Schreine. Oh ja, endlich! Oh nice, dann sind wir auch mit den Schreinen fertig. In Breath of the Wild war das halt so viel besser. Da hätten wir nur Crocs und Schreine machen müssen. Und dann wäre das Thema durch. Rüstungsteile natürlich auch, aber da kriegt man viele durch DLC und viele muss man kaufen. Was halt dann, was halt die Sache halt wesentlich erleichtert. Wie zum Beispiel die Quest hier, die eine Quest, die wir machen, können wir hier erst zum Beispiel machen in diesen Ruinen, wenn wir alle Dungeons durch haben. Nur so als Beispiel, dass es da halt Quests gibt, die wir erst machen können, wenn wir alle Dungeons haben. So. Scheiße, was ziehe ich da gerade an? Bin ich dumm oder so? Hier, das. Los geht's. Wir wollen ja zu dem Schrein hier. Das ist ein ganz schöner Weg dahin. Tja, du entkommst mir nicht. Noch ein Sternsplitter mitgenommen. Sikuji-Schrein. Ich dachte schon, das wäre eine Höhle, ne? Nee, war es leider nicht. Sehr schön. Dann mal rein hier. Rechts oder links? Und damit fliegt die Kugel rein. Chillig. Simpel, aber effektiv. Oh, das hier ist chillig. Ich meine, hier gab es ein Rätsel zur Truhe. Das war leider aber gar nicht so einfach. Oder fällt man darunter? Nee. Doch, man würde einfach nur runterfallen. Aber das sagt uns ja nicht, wo die Truhe ist. Die müssen wir jetzt zuerst finden. Doch, ich hab's mir gedacht. Wir müssen runterfallen. Die Truhe ist da unten. Na komm. So, das sollte passen. Genau, da ist sie. Chillig.
Mächtiges Sonanium-Großschwert. Super. Ne, brauchen wir im Moment auf jeden Fall nicht. Ach komm, Link. Na komm. Und runter, das sollte passen. Danke. Damit haben wir alles. Das war doch easy, Alter. Ich hoffe, wir kriegen noch ein oder zwei Schreine jetzt in diesem Part hier rein, damit wir gut was wegarbeiten können. Das wäre ganz chillig. Na komm. Der nächste Schrein ist hier. Da gibt es auch einen kurzen Weg hin. Den nutzen wir auch. Rakete plus Schild. Fügst du per Synthese eine Rakete an deinen Schild an, kannst du bei gehaltenem Schild einen einzigen gewaltigen Sprung ausführen. Ja, und mein Schild dabei auch gleich mehr kaputt machen. Oh, ernsthaft? Du nervst mich auch hier, du Lappen? Oh, ja, jo. Da ist der Schrein, ich sehe ihn von hier. Ist ein ganz schönes Stück weg. Ich bin nur hier, Yunobo, um mir den Schrein zu holen. Ich bin gerade nicht wegen der Story, wegen der weiteren Story-Quest hier. Die interessiert uns gar nicht. Team Awaka-Schrein. Wir sind da. Chillig. Mal gucken, was uns in diesem Schrein so erwartet. Rein da. Ich hoffe mal, kein nacktes Überleben. Da habe ich, ich hatte letztens schon keinen Bock mehr auf. Oh, guck mal, unten links von unserem Pfeil aus gesehen, das, die Quelle sieht so aus wie ein Fleischstück. Wie ein Luxusfleischstück. Gegen den Strom. Hm. So, das erste war schon mal einfach. Was war das denn, Alter? Ah, tschüss. Lappen. Danke. Oh ja, ich erinnere mich. Genau, und jetzt brauchen wir halt theoretisch nur warten. Weil jetzt wird sich hier immer weiter, jetzt werden sich hier immer weiter kleine Brücken bauen, bis wir dann darüber kommen. Klingt blöde, ist aber der leichteste Weg tatsächlich. Und wir haben es geschafft. Easy. Das war's. So einfach ist das. So, jetzt brauchen wir nur noch die Truhe. Die ist nicht da oben. Das heißt, die Truhe wird irgendwo hier sein, ne? Ja, da hinten.
Es ist halt einfach so simpel. Also dieser Schrein. Und, chillig, Alter. Guckt euch unsere Schilde mal an. Gut, wir haben alles gemacht, was man dem Schrein machen kann. Wird Zeit, den zu beenden. So, ist auch, man denkt jetzt, dass das super schwer ist, aber es ist leichter, als man denkt. Wir müssen nur einmal hier hoch. Einmal so ein Ding nehmen. Oh, geht das nicht? Nee, tatsächlich, ich kann hier im Schrein nicht. So, und jetzt darf man nicht. Jetzt darf man sich nicht wundern. Wir brauchen tatsächlich beide Dinger davon. Sonst wird das nichts. Weil der Strom sonst zu krass ist. So, dann brauchen wir nur einmal darüber. Easy. Das war's. Schrein gelöst. So, den nächsten Schrein, den schaffen wir leider nicht mehr. Wir können leider nur hingehen. Das ist das Einzige, was wir noch in diesem Part schaffen. Leider. Genau, und da unten ist das Luxuswild, die Quelle, die aussieht wie Luxuswild. Ganz cool. Unten links von unserem Pfeil. So, als nächstes, die nächsten sind hier, ne? Oh ja, das wird ganz chillig. Wir müssen sowieso nach Schloss Hyrule. Der schnellste Weg wäre von hier, ne? Nee, sogar von einem höheren Ort müssten wir los. Aber das wäre der schnellste Weg, meine ich. Manche Bogen feuern mehr Pfeile auf einmal. Da hätte spezielle Bogen, da hätte wahrscheinlich spezielle Bögen stehen sollen. Manche Bögen feuern mehrere Pfeile auf einmal ab. Und doch verbrauchen diese mächtigen Waffen pro Schuss nur einen Pfeil. Ja, ja, ist mir schon klar. Und los geht's. Wir müssen hoch. Das meine ich, wir kommen nicht sehr hoch, aber wir müssen sowieso nach Schloss Hyrule. Da gibt es noch was zu holen. Und das haben wir uns noch nicht geholt. Dafür müssen wir in den Thronsaal fliegen. Das werden wir jetzt auch mal tun. Ist ja nicht weit. Den Hylia-Shield, den haben wir ja schon. Schloss Hyrule. So, dafür müssen wir in den Thronsaal.
Genau, und dann die beiden Sachen müssen wir hier anzünden. Und hier ist nämlich was drin. Neues Reckengewand. Dieses Kleidungsstück für jene, die den Respekt der Königsfamilie von Hyrule genießen, wurde überarbeitet und verbessert, unter anderem mit neuem Schulterschutz. Tja. Chillig, oder? Haben wir uns das auch schon geholt? Und dann machen wir uns noch schnell auf zum Schrein. Mehr gibt's hier nichts zu tun. Jetzt müssen wir halt nur einen Weg durch den Glibber finden. Ach, da ist der Schrein auch schon. Chillig. Das ging schneller als gedacht. Gut. Wird uns noch angezeigt, welcher Schrein das ist? Ja. Zertab-Matz-Schrein. Sehr gut. So soll's sein. Leute. Ich werde den Part an der Stelle aber beenden. Wie gesagt, der letzte ging etwas länger. Der muss jetzt etwas kürzer gehen. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Liked dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt, genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!